So, was Menschenkenntnisprobe um... Oh, die ist ja ziemlich gut gelungen. Holla, Max Erschwinn ist 9. Ragnar merkt, dass Rondriane ihn wohl richtig langweilig findet. Aber sie ist sehr gut darin, ihm vorzuschauspielern, dass er super interessant ist. Ne? Das hat sie gelernt. Aber offensichtlich, als er über die Zoomen sowas sagt, das scheint sie ein bisschen zu kränken. So als ob er über Menschen, die sie sehr gerne hat, etwas Schlechtes gerade gesagt hätte. Der Augenblick der Einsicht währt aber nur für einen Moment, bevor der hübsche Wimpernschlag der Charisma 17 jungen Dame den Gedanken vielleicht wieder fast hinwegwischt. Charisma 17, Körperkraft 16? Warum stellen wir die nicht als Held ein? Das ist Dwayne The Rock Johnson mit Perücke. Manuel Neuer. Aufschlag und die junge Hure fragt Ragnar, und was ist dann passiert mit den Seeschlangen? Ach, Mädchen, erzähl mir doch nichts. Du willst meine Geschichten doch gar nicht hören. Das sehe ich doch. Sie wird ein wenig ruhiger. Gar nicht so dumm von euch, stellt sie dann fest. Interessiert mich tatsächlich nicht so sehr. Aber ihr habt mich für meine Zeit bezahlt, sie zuckt mit den Schultern. Also kann ich euch gegenüber auch ein wenig freundlich zu sein versuchen. Oder es ist dein Pech. Das sind wirklich gute Geschichten. Und wenn du sie nicht zu schätzen weißt... Dann es sind wirklich gute Geschichten, sagt sie euphorisch. Ja, ich raufe. Mach mal eine Menschenkenntnisprobe. Moment, was war ihr Überzeugenwert? Warten Sie. Würfelt gegen... Betören 17, 17, 17. Ja, sie versucht Ragnar wegzutören. Das ist ein Meister auf der NPC. Also. Sie hat wohl Qualität 20 im Betören. Wenn das so ist, also für einen kurzen Augenblick dachte ich, dir würden meine Geschichten gar nicht gefallen. Ein Zauberer von so weit her, der die Sagas des Nordens erzählt. Was könnte sich ein Mädchen denn mehr wünschen? Erzählt mir mehr! Und was war nach der achten Seeschlange, die ihr erschlagen habt?